Ich bin stupid. Ich kann es nicht anders sagen, weil wer sich jetzt fragt, was labert der jetzt überhaupt, warum kommt nicht die normale Nuzlocke-Folge, der folgt mir auf Instagram nicht. Folgt mir gerne auf Instagram, @instawambo. Da habe ich euch nämlich schon gespoilert und Achtung, Spoiler-Alert, aber sonst erfahrt ihr es wahrscheinlich nicht, weil ihr dieses Video seht. Ich habe die Nuzlocke nicht geschafft. Ja... Wie es zu dem kam, kommen wir eh noch später. Ich bin zu einem zweiten Grund auch stupid gewesen. Und zwar habe ich nicht geschaut, dass meine Toneinstellungen wieder passen. Und hatte jetzt nicht den Gamesound auf einer eigenen Tonspur. Das heißt, der Gamesound ist ein wenig zu laut und die Stimme ein wenig zu leise. Man kann sich zwar anhören, ist aber jetzt nicht wirklich die beste Quali. Also, ich bin stupid wegen zwei Sachen. Einmal wegen der Nuzlocke und einmal wegen der Tonquali. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, Wambo, du musst deinen Zuschauern jetzt langsam was bieten, weil am Freitag ist das Finale gekommen und du kannst nicht heute jetzt auch noch dein Finale auslassen. Deswegen gehen wir jetzt dann durch das Finale durch und ich mache ein wenig Post-Commentary. Wenn euch die Art der Videos gefällt, dann lasst es mir gerne in den Kommentaren wissen. Das finde ich mal eine coole Idee, mal so über seine Dummheiten zu reden und über seine Gameplays zu reden. Und fangen wir eigentlich an mit Barry, mit den Barry-Fights. Barry war eigentlich wie immer ein cleaner Sweep. Einfach Eisstrahl gegen Staraptor, Erdbeben gegen Galoppa, Erdbeben und eine Eissplitter-Kombo gegen Empoleon. Dann musste ich zwar mit Baby Dry rein, weil Scaraborn jetzt nicht wirklich das beste Mon ist gegen Sauerei, dass Scaraborn eigentlich nichts gegen Sauerei ausmachen konnte, ist mir dann erst später eingefallen. Also es fällt mir jetzt im Post-Commentary auf. Auf jeden Fall hat Baby Dry einen Crit-Nahkampf getankt und überlebt das Ding mit 30 Leben. Nach einem kurzen Heal aber war ein Luftschnitt da und vierfach effektiv gegen Scaraborn, der hat hinauswechseln können. Dann ist Relaxo reingekommen und neben dem Crit, was mir Scaraborn reingegeben hat, war auch Relaxo in der Lage, mit Body Slam mein Baby Dry zu paralysieren. So, nach der Baby Dry Paralyse habe ich mir gedacht, ich gehe raus zu Lulorio und setze einfach eine Aurasphäre und einen Nahkampf. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass mich der Body Slam gleich wieder parat und mein Lulorio nur knapp ein Erdbeben tankt. Auch nur, weil das war, weiß ich nicht, 8 Level, 7 Level drüber war. Ja, egal, ein Nahkampf und dann war Numerosa Rade da, zurück zur Sauerei und einen Spukball getankt, Eisstrahl und das ganze Barry-Fight war eigentlich ziemlich gut hinter uns gebracht, bis auf eben der eine Crit-Nahkampf, aber ja, man muss halt damit leben, dass es auch Crits in diesem Game gibt. Einmal noch schnell ins Pokémon Center healen und wir gehen zu Aaron, der Käfertrainer. Und beim Käfertrainer hat das Ganze eigentlich nicht schlimmer ausgesehen. Einfach Icebeam, das Jan Mega, das Aurasphären von Xerox, wir Aurasphären einfach das Xerox zu Tode. Dann der Luftschnitt auf Scaraborn, wieder wie vorher, ein Erdbeben bis zur Sauerei rauswechseln und ein Erdbeben auf sein Pion Draghi. Und dann kam eigentlich eh nur mehr Wespequin und da war einfach ein Eisstrahl und ein Eissplitter genug, um das Hornweisel umzubringen. Bis dahin habe ich mir halt noch gedacht, okay, passt, schau, alles geht gut aus, irgendwie haben wir kein Problem mit dem Ganzen. Und bei Bertha, was soll ich euch sagen, bei Bertha habe ich schon im Gameplay gesagt, das wird wahrscheinlich der einfachste Trainer werden. Und so war es auch, das war ein cleaner Strauchler-Sweep. Wer es nicht weiß, Strauchler macht abhängig von wie schwer der Gegner ist, umso mehr Damage. Und da Bertha eigentlich Geowatz und Rihornior und Velsa und Hippopotamus drin gehabt hat, war das ein cleaner Sweep, bis halt eben war das eben ein cleaner Strauchler-Sweep, bis eben das Gorgo, was ich mit einem Ice Beam, aber das Ding war auch vierfach effektiv, also war Bertha null Problem. Bis jetzt Smooth Sailing, oder? Bis jetzt Smooth Sailing, ja. Dann kam Flint. Und bei Flint labere ich euch nicht dazwischen, sondern Flint sage ich euch nur so viel. Er hatte sein Hundemon drinnen und wollte Sonnentag aufsetzen.
Ja, und ich wollte mit der Regentanzstrategie von Ups, von LOL countern. Das hat aber nicht ganz so funktioniert und, den Rest. Let's the gameplay speak for itself. Die haben alle auf Deutsch so komische Namen. Vielleicht kommt Ignaz von Ignite, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Okay, Hundemon. Das heißt, Hundemon ist ein Setup-Mon. Das heißt, ich kann locker Raindance offsetten, ohne dass mich das Ding irgendwie finster aura. Das Ding ist schneller als ich. Warum wundert mich das nicht? Aber wir könnten es riskieren. Der setzt aber auch auf Sonnentag, Alter. Was ist mit dir? Also, ich hätte doch auf Erdbeben gehen sollen. Verdammt. Ja, es ist natürlich klar. Oh, jetzt sind die Feuermoves gestärkt. Alter, ich muss noch mal einen Raindance rausbringen. LOL, bitte. LOL, bitte. Kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit. Du bist genauso ein Setupper. Du Kackboon. Du Kackboon, du bist genauso ein Setupper wie ich. Sind wir beide Kackboons? Matschbombe. Ja, das ist, wird resistiert. Warum kannst du Giftattacken, Alter? Und dann wird das letzte Feuerzahn sein. So, jetzt sollte aber ein Surfer. Alter, was? Was zur Hölle? Okay, ich glaube, ich muss zuerst das Hundemon rausnehmen und dann hier fucking auf Raindance gehen. Eins sage ich euch, die nächste Runde wird ein fucking Erdbeben. What the fuck? Kann's doch nicht geben. Gleißendes Sonnenlicht. Ich habe sicher keinen Bock, da in der fucking Sonne gegen dich zu fighten. Ja, Fensteraura sollten wir sogar mit einem Crit überleben. Glaube ich. Alter, weh, ich hab's jetzt verschrien. Okay, alles gut. So. Wir merken sich drei Heiltränke während einem Kampf. Ich hätte einfach schon von vornherein auf Erdbeben gehen sollen. Egal. Ich brauch den Regentanz draußen. Ich hab keinen Bock, in der Sonne gegen dich zu fighten, Alter. Null. Du hast sicher Sprungfeder. Okay. Wir merken sich zweites Highlighten. Das könnte reichen. Ich habe auf den Solarstrahl vergessen. Kamera, hallo? Irgendwie scharf stellen. Ich habe auf den Solarstrahl vergessen. Verdammt. Alter, die Kamera will sich nicht scharf stellen. Alter, bei dem Solarstrahl. Du outspeedest mich mit Flammenblitz. Nein. Wir brauchen Sauerei für Cynthia's Guardjump. Das darf nicht reichen. Ich hab nichts mehr für Guardjump.
Kannst du das bitte wieder scharf stellen? Dankeschön. Ich habe nichts für Cynthia Skullchomp. Du outspeedest mich mit Flammenblitz, es ist vorbei. Nö! Brand. Was mache ich gegen Magbrand? Bin ich schneller als er? Du hast einen Donnerblitz. Are you fucking joking me? Das war's. Der Reflektor, Alter. Ich hab noch eine Chance, ich hab noch eine Chance, ich hab noch eine Chance, ich hab noch eine Chance. Du wirst jetzt nochmal für einen Donnerblitz gehen, oder? Du musst nochmal für einen Donnerblitz gehen. Ich habe so ein fucking Problem. Warum hat der auch einen Sonnenstrahl? Shadow, Alter. Das sollte nicht reichen. Ich habe Shadow so viel Spitz-Def gegeben. Das sollte im Prinzip nicht reichen. Problem ist. Na, nicht wirklich. Das Ding hat Flammenkörper. Du wirst jetzt healen, oder? Das ist die letzte. Das ist die letzte. Das ist dein letzter Trank, den wir setzen dürfen. Ich habe nichts mehr für Cynthia Skullchomp. I'm sorry, guys, aber ich habe keine Ahnung, was ich gegen Cynthia Skullchomp machen soll. Wie kann... Achso, na, passt eh. Alles gut. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Fucking Galagladi. Achso, na, das kommt erst später. Jetzt kommt noch Flamara, oder? Scheiße, jetzt habe ich einmal mehr geheilt. Fuck, I'm sorry. Das wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, war da nicht irgendwas mal mit einer Regel mit Stallen? Wenn der Gegner einmal stallt, darf ich auch nochmal stallen oder so in die Richtung irgendwie so. Du verbrennst mich. Jetzt war's das mit den physischen Moves. Und wir haben keinen Reflektor mehr. Oh, die Hex. Hm.
Oh, die Hex! Das ist eine Finsteraura, come on! Warum? Warum tust du mir das an, Flint? Jesus Christ! Was tue ich hier? Das ist Giga Impact! Lulorio, bitte. Ich weiß, du bist nicht. Ich weiß, das ist jetzt neutral, aber bitte. Du musst killen jetzt dann. Naja, so, jetzt war Flint fertig, aber jetzt waren eigentlich die zwei besten Mons, die wir noch gehabt haben, eigentlich eine von den besten Mons, die wir noch gehabt haben, waren eigentlich schon tot, weil Sauerei habe ich für Cynthias Knackerack gebraucht, was ich glaube ich fünfmal während der Aufnahme gesagt habe. Und dann habe ich angefangen zu paniken. Und aus der Panik ist dann der, also ich wollte noch lernen, hier Lucario Drachenpuls, damit ich besser durch Cynthias Knackerack komme. Und dann hatte ich angefangen zu paniken, was soll ich sagen. Und nach dem Paniken, naja. Und dann kam halt Lucian. Und, well, ich lasse euch wieder das Gameplay spielen, aber spätestens nach dem ersten Tod von Baby Dry, die eine Steinkante gefressen hat, habe ich gewusst, Alter, Galakla, die macht mich komplett auf. Also da hatte ich jetzt dann schon, also ich glaube, die erste, was gestorben war, Roserade, weil Galakla die im Psycho-Move gehittet hat, an das habe ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe dann absolut gepanikt und habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ja, und dann hat eine Psycho-Klinge ausgereicht für Roserade. Dann kam Baby Dry rein und frisst als allererstes eine Steinkante. Überlebt es nicht stark, hochgehealt, hat sich nichts mehr gebracht. Ich bin für den Luftschnitt gegangen, Steinkante hat nicht verfehlt. Was soll ich sagen? Und dann habe ich eigentlich gewusst, Alter, das war's, nichts mehr von deinem Mons-Kid Galagladi. Hab's zwar mit Lulorio noch geschafft, mit Drachenpuls so etwa oder mit Aurasphäre noch etwa in den roten Bereich zu bekommen, ist dann aber auch gefallen und zum Schluss war dann nur mehr Nachtara da mit der Kampf-Weakness. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, das war's jetzt dann. Und wie Lucian dann noch die Stop-Genesung eingesetzt hat, habe ich gewusst, okay, passt, das war's jetzt dann. Ja, die Nuzlocke, das war's mit der Nuzlocke. Es ist leider nicht das Ende, was ich euch bieten habe können. Es ist ein bisschen überrascht. Es war sogar Überraschung für mich. Und ihr lacht, wenn ich euch das jetzt dann sage, aber ich hatte gestern schon beim Schlafengehen ein ganz, ganz ungutes Gefühl und war schon gestern ganz nervös von der ganzen Sache. Ja, das wird natürlich nicht das letzte Mal bleiben, dass ich Pokémon Platin angehen werde. Und ich werde das Ding auf jeden Fall wieder replayen, aber wahrscheinlich nicht als Pokémon, sondern als Pokémon Renegade Platin. Ich glaube, von Platin habt ihr euch, ist meine Meinung jetzt ein bisschen satt gesehen. Als nächstes steht dann die Radical Red Nuzlocke an, bevor ihr mich jetzt alle auslacht und sagt, du schaffst ja nicht einmal Platin zu Nuzlocken, jetzt vergiss das mit Radical Red. Ja, es wird auch keine Nuzlocke an sich werden, aber dafür mehr am Freitag. Und vielleicht auch nächstes Jahr oder vielleicht schon nach Radical Red werde ich zu Renegade Platinum untergehen. Ich sag's dir, Pokémon Platin, das wird nicht mein letzter Versuch bleiben. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es ist leider nicht das Ende, was ich euch zu Nuzlocke habe bieten wollen. Und jetzt so, wenn ich mich überlege, hätte ich eigentlich noch viel mehr machen können. Zum Beispiel, ich hätte einen Knackerack noch trainieren können und es statt einem anderen Bodenmon rausnehmen oder irgendwie sowas in die Richtung machen können oder einfach LOL rausnehmen und dafür Knackerack rein. Das wäre zum Beispiel eine bessere Idee gewesen. Außerdem hätte ich noch Magnezone gehabt als Elektromon für ein paar
für ein paar Mons. Aber hey, aus Fehlern lernt man und mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war auf jeden Fall ziemlich verzweifelt. Auch wenn zwischendurch die Kamera mal, glaube ich, das fällt mir jetzt dann so in der Aufnahme jetzt noch ein, obwohl die Kamera so zwischendurch auch schon keinen Bock mehr hatte. War eine coole Ding. Ihr seht, ich bin nicht traurig. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, dass das nicht das Ende ist, das ich wollte. Aber ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, am Freitag startet Radical Red. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr Radical Red nicht mehr verpasst. Und folgt mir gerne auch auf Twitch. Ich weiß, ich habe lange keinen Livestream mehr gemacht, aber das wird sich in nächster Zeit ändern. Und ja, bis dahin, das war's dann mal wieder. Gott. I'm sorry noch einmal, waren viele Misslays dabei, aber jetzt entlasse ich euch. Wir sehen uns am Freitag wieder bei Radical Raid. Ciao, ciao.